Schönen Grüße aus der Genusszone. Wir machen heute Bandnudeln mit Blattspinat. Dafür haben wir folgende Sachen. Wir haben natürlich Winterblattspinat, Parmesan, Pinienkerne, Salz, Pfeffer, Olivenöl, bisschen Sahne, eine kleine Zwiebel, eine Knoblauchzehe und gekochte Bandnudeln. Als erstes haben wir den Topf vorgeheizt. Da geben wir jetzt ein bisschen von unserem Olivenöl rein. Und jetzt schwitzen wir die Zwiebeln und den Knoblauch glasig an. Und dann geben wir den Blattspinat dazu. Den lassen wir jetzt so lange mitkochen, bis er in sich zusammenfällt. Jetzt ist der Spinat schön zusammengefallen und jetzt kommen die Pinienkerne dazu. Jetzt wird der Spinat noch gewürzt mit Salz und Pfeffer. Salz. Pfeffer. Und dann kommt die Sahne dazu. Die Sahne lassen wir jetzt schön cremig einkochen. Jetzt kommen die Bandnudeln dazu. Einmal durchgerührt, dass die Bandnudeln auch richtig warm sind. Und dann kommt noch der Parmesan dazu. Durchrühren. Parmesan. Das Ganze noch einmal aufkochen lassen und dann ist das auch schon fertig.